denn du und was machst du? Mein Name ist Okan Frey und ich bin Musiker. Musiker. Ja. Unter Musiker stelle ich mir vor, dass du jeden Tag bis 13 Uhr schläfst, aufstehst, frühstückst, nochmal schläfst, aufstehst, ein bisschen probst, nochmal schläfst, um 11 dann aufstehst, in den Club gehst, auftrittst, mit einem Chick nach Hause gehst und schlafen gehst. Wie ist denn, nee. Was machst du als Musiker? Tatsächlich bin ich echt so eine Nachteule. Also das haben viele Musiker, dass sie irgendwie anfangen, eher zur späten Stunde zu schreiben, so, wo alles andere ausgeschaltet ist. Ich schreibe meine meisten Songs so ab 23 Uhr. Deine Songs, woher holst du dir diese Inspiration eigentlich? Aus deinem Alltag, aus dem Leben? Ja, hauptsächlich. Also ich versuche natürlich so viel wie möglich von mir selber da reinfließen zu lassen. Aber auch alltägliche Begebenheiten inspirieren mich halt auch. Oder auch wenn ich einfach mal im Fernseher laufen lasse und rumseppe und Nachrichten sehe oder so, es inspiriert mich auch. Also alles Mögliche. Warum hast du dich für die Musik entschieden eigentlich? Ich habe einfach im Kunstunterricht angefangen, so Texte zu schreiben. Damals waren es noch so Raps, Englisch, irgendein Zeug, was ich halt selber so gehört habe damals. Von da habe ich mich inspirieren lassen und habe halt einfach immer so in Reimform Sachen geschrieben. Irgendwann, aber relativ spät, habe ich dann mit Deutsch angefangen, so mit 18 oder so, 17, 18. Okay. Und dann habe ich halt nie mehr aufgehört. Und wie ist das so auf Tour zu sein? Stelle ich mir total aufregend vor. Ja, ist tatsächlich sehr aufregend. So, also die ersten Konzerte sind echt spannend und du freust dich halt, dass die Leute dir so viel Aufmerksamkeit und Liebe schenken. Irgendwann ist es dann halt wie ein normaler oder ein Schultag. Auch der erste Schultag ist richtig aufregend. Oh, geil, und neue Mitschüler. Aber danach kommt da so eine Regelmäßigkeit rein und dann regst du dich schon auf, dass du früh aufstehen musst, den ganzen Tag im Bus bist und dann im Backstage kommst. Das Essen vielleicht noch nicht da ist oder so, oder es kalt ist oder so. Also ich meine, also Luxusprobleme eigentlich. Auf jeden Fall Luxusprobleme. Was würdest du den Schülern so mit auf den Weg geben? Was wäre so die perfekte Anleitung, um vielleicht irgendwann Musiker sein zu können? Ach, ich glaube, da gibt es gar kein perfektes Rezept dafür. Also ich glaube, es ist mit allem im Leben. Wenn ihr wirklich auf etwas Bock habt und wir haben halt das Glück, in einem Land zu leben, wo man extrem viele Möglichkeiten hat. Und wenn ihr wirklich Bock habt auf etwas, dann müsst ihr halt 100% geben und mehr machen als andere dafür. Dann werdet ihr, egal was ihr macht, auch erfolgreich. Finde ich auch. Habt vor allen Dingen Spaß bei dem, was ihr macht. Okan, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen in die Ernst-Reuter-Oberschule und ein bisschen was von dir preiszugeben. Ich hoffe, ganz viele Schüler hat das inspiriert und sie wollen einen ähnlichen Weg einschlagen. Wir brauchen so eine Leute wie dich. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne, Mann. Danke. Sehr gerne.